Warum ist das Kunst? Oder das? Und was macht eigentlich die Disco-Kugel in einer Ausstellung? Lange galt die Qualität der Ausführung als Indiz dafür, dass es sich bei einem Werk um Kunst handelte oder eben nicht. Irgendwann jedoch distanzierten sich viele Künstler von einer realistischen Wiedergabe der Wirklichkeit und überließen dies der gerade erfundenen Fotografie. Sie wollten vielmehr mit neuen Mitteln zu einem tieferen Verständnis der Dinge und der Welt vordringen. Farben und Formen emanzipierten sich. Die Werke wurden immer abstrakter. Und dann kam Kasimir Malevich. Der Avantgarde-Künstler stellte vor rund 100 Jahren in Russland ein Bild aus, das die Malerei für immer verändern sollte. Sein schwarzes Quadrat auf weißem Grund war ein Akt der Befreiung vom Ballast des Gegenständlichen und eine Provokation. Die Kunst war mit diesem Bild bei sich selbst angekommen. Das Quadrat war alles und nichts zugleich, eine reine malerische Fläche und doch sehr viel mehr. Sie selbst scheint es uns zuzurufen. Ab jetzt war alles möglich, zum Beispiel auch dies. Indem Marcel Duchamp einen bereits existierenden Gegenstand aus der Herrentoilette in eine Ausstellung brachte, durchbrach er alle Konventionen. Der Weg für das, was später einmal Konzeptkunst heißen würde, war geebnet. Losgelöst von ihrer funktionalen Umgebung, betrachten wir diese Objekte im musealen Kontext plötzlich mit völlig anderen Augen. Diese Werke haben mehr mit dem Verstehen als mit dem Sehen zu tun. Mehr mit Erkenntnis als mit Erkennen. Künstler der Renaissance wie etwa Michelangelo gingen übrigens ähnlich vor, indem sie das Kunstwerk bewusst nicht vollendeten. Der Betrachter wird auf diese Weise zum Komplizen des Künstlers und in der Konzeptkunst gelegentlich sogar selbst zum Akteur. Was ist wirklicher? Das Objekt? Sein Abbild? Oder seine Beschreibung? Was passiert, wenn eine malerische Geste in Serie geht? Wie können wir Zeit und Vergänglichkeit begreifen? Und wie verändert sich die Bedeutung eines Bildes, wenn es mit Sprache kombiniert wird? Wir erhalten keine Antworten. Wir sind vielmehr aufgefordert, sie selbst zu finden. Und die Disco-Kugel in der Ausstellung? Eine sich sanft drehende Provokation. Sie ist Saturday Night Fever und eigene Jugend. Sie reflektiert das schwarze Quadrat von Malevich und Duchamps Pissoir. Und manchmal einfach nur das Licht.